Hallo, mein Name ist Fabian Walz, bin Monteur bei der Firma Lämmermann und ich zeige Ihnen heute die Montage unserer Drehtüre zur seitlichen Montage in die Rolloschiene. Zur Montage benötigen Sie folgende Werkzeuge: einen Akkuschrauber, einen geeigneten Bit-Einsatz, Senkkopfschrauben, diese müssen entsprechend selbst gewählt werden, einen Meterstab, einen Bleistift, gegebenenfalls ein 12 mm breites Vorlegeband, die Dicke muss hierbei selbst gewählt werden, eine Schere, einen kleinen Schlitzschraubendreher. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, benötigen Sie noch einen 4,0 mm Bohrer und einen 8,0 mm Senker. Hängen Sie zunächst den Flügel aus dem Rahmen aus. Wenn Sie keine Montagebohrung gewählt haben, nehmen Sie das Element und messen Sie am Rahmen auf jeder Seite von oben und unten jeweils mindestens 150 mm nach innen. Markieren Sie sich die Stellen. Messen Sie von den beiden Stellen die Mitte aus und markieren Sie sich dies ebenfalls. Wenn Sie einen geschlossenen Rahmen haben, empfehle ich Ihnen unten mittig auch noch ein Bohrloch vorzunehmen. Achten Sie seitlich darauf, die 150 mm einzuhalten, da weiter oben bzw. unten Blockmagneten eingesetzt sind, die nicht angebohrt werden dürfen. Circa in der unteren Hälfte muss das auch beachtet werden, da hier auch nochmal ein Blockmagnet sitzt. Prüfen Sie vor dem Bohren mit einem magnetischen Gegenstand, dass Sie nicht genau auf den Magneten bohren. Achten Sie darauf, dass die Profilseite mit der Fahne die Innenseite der Drehtür ist. Nehmen Sie den 4,0 mm Bohrer und bohren Sie die Löcher. Danach senken Sie mit dem 8,0 mm Senker die Bohrungen so an, dass die Senkkopfschraube bündig mit dem Rahmen ist. Wenn Sie die Montagebohrungen vorgenommen haben, nehmen Sie den Einbaurahmen und halten ihn zwischen die Rolloschienen. Je nachdem, wie viel Spiel Sie zwischen Rolloschiene und Insektenschutzrahmen haben, nehmen Sie jetzt ein 12 mm breites Vorlegeband, kleben Sie das Vorlegeband seitlich an den Einbaurahmen. Nehmen Sie den Einbaurahmen und halten ihn wieder ins Lichte an die Rolloschiene. Achten Sie darauf, dass die Profilseite mit der Fahne die Innenseite der Drehtüre ist. Verschrauben Sie den Einbaurahmen. Nehmen Sie den ausgehenden Flügel und setzen ihn wieder in den Einbaurahmen ein. Testen Sie, dass der Flügel sauber nach außen aufgeht. Prüfen Sie die Funktion Ihrer Tür und des Rollos. Damit sind wir mit der Montage unserer Drehtüre fertig.